Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute möchte ich ganz gerne Jungle spielen. Jungle Part 1. Das gibt es auf der Seite tombreinercustoms.org zum kostenlosen Download. Und so wie es aussieht, orientiert sich das wohl an Tomb Raider 3, dem ersten Level. Ja, man erkennt hier viel wieder. Doch ist die ein oder andere Grafik. Sieht hier etwas anders aus. Hat eine positive Kritik bekommen, so im Allgemeinen. Und ja, ich würde sagen, ich fackel mal nicht lange. Ich mache mal jetzt hier einen Download fertig. Installiere mir das und dann geht es los. Ne? Was heißt installieren? Installieren braucht man das ja nicht. Einfach nur anklicken und dann kann man schon direkt out of the box starten. So, Download ist fertig. Ich bin jetzt hier im Ordner Download oder Downloads. Sage ihm hier entpacken. Simsalabim, schon fertig. Ich suche mir die Tomb 4 Echse. Okay, Tomb 3 Echse, auch gut. Rechte Maustaste mit Q4 Weine. Und schon kann der Spaß beginnen. Und schon läuft es. Ja, ich starte sofort hinein in a new game. Ich sage ihm New Game. Gut, ich rutsche einfach mal hier hinunter. In Tomb Raider 3, dem Originalspiel. Oder Nachbau des Originals. Von der, ja über den Level Editor wurde das ja wohl kreiert. Und hier rechts sollte eigentlich auch etwas liegen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Medipack. Oh, jetzt kommt etwas auf mich zu. Stimmt. Okay. Passte. Ich dachte, jetzt wäre schon sofort Game Over. Ich würde sagen, ich rutsche mal einfach weiter runter. Ja, auch mit dem Regen. Genau wie im Original Tomb Raider 3. Ja, nicht schlecht. Oh ja, das sieht richtig stark aus, ne? Richtig gut. Oh, Lara flotter geworden. Sonst dauert das... Ja, doch ein wenig getuned, Lara, finde ich gut. Sonst war das mal so ein bisschen zähflüssig. Ups. Wenn Lara über so eine Kante nach oben steigt, im Original dauert das eigentlich relativ lange. Das schwören können, hier liegt auch noch was. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Also hier ist überall Sumpfgebiet. Ach genau, hier nach unten, glaube ich. Genau, und hier ist mein Freund, der Affe. Nee, das machen wir nicht. Ne? Wir schießen ja keine Affen. Mal gehen wir da mal rein. Ne? Oh, ich sehe nichts. Okay. Wo bin ich hier? Dachte, hier wäre irgendwo ein Hebel. Aber gut, ist doch nicht so. Ah, da! Ich weiß nicht, ob das im Original auch so war oder ob es hier auch schon wieder leichte Veränderungen gibt. Ah ja, das war im Original auf jeden Fall so. Ich muss noch kurz überlegen, wie ich da hinkomme. Da sind die Piranhas drin, da springe ich nicht rein. Da vorne ist irgendetwas Helles. Ne, das sieht ein bisschen sehr weit weg aus. Komm, ich springe mal hier drüber. Das hat mich gerade schon so angelacht.
Ja, ein paar Fackeln, immerhin, ne? Ja, ich riskiere es mal. Ja, ein bisschen hat es sich wehgetan. So, und nu? Ah ne, da bin ich gerade rein, ne? Ach, da oben, glaube ich, ne? Mach nochmal die Fackel an. Ah! Oh. Ja, da war doch was, ne? Da war doch was. Jetzt muss ich schnell sein. Oh, Lara, Lara. Der war jetzt aber knapp, du. Okay. Und jetzt? Gehe ich hier einfach mal hier hoch, ne? Ah, wie kann man sich herunterhangeln? Oder rutschen, wie auch immer. Nee, nicht da rein, nicht da rein. Bloß nicht da rein. Ja, ich sehe nichts. Gut, dass wir Fackeln haben. Okay. So, einfach mal rein, ne? Hinein ins Vergnügen. Jetzt ist guter Rat teuer. Bist du böse? Da war irgendjemand. Ne, ist nur ein Affe. Affen erschießen wir grundsätzlich nicht. Ah, jetzt kommen, glaube ich, gleich ein paar Kugeln auf mich zugerollt. Da hoch willst du? War das im Original auch so? Man weiß es nicht. Ja, jetzt bin ich mir mal im Latein, aber hier am Ende. Nee, ist nix, ne? Nein! Jetzt habe ich auf den Affen geschossen. Nein, ich Idiot! Nein, jetzt habe ich den Affen. Nein! Das war irgendwie einfach nur Reflex. Gut, dann muss ich das versuchen so zu lösen. Das sieht hier alles anders aus, warum mache ich das nur? Aber cool, keine Frage, sehr gut gemacht. Mal hinein ins Vergnügen. Okay. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier vielleicht ein Feuer anmachen? Das ist viel zu nass für Feuer, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, ich eier mal hier so ein bisschen rum. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja gut, in der Anleitung stand, beziehungsweise auf der Homepage, man sollte den Gamma-Wert auch auf 3 stellen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, dadurch wird das Bild natürlich auch ein bisschen heller. Ich sehe nichts. Ist noch eine Fackel? Hier komme ich doch her, ne? Hier komme ich doch her. Aber ich kann erstmal nichts erkennen, dass ich hier irgendetwas machen kann. Tja. Gut, ich denke mal, ich baue jetzt hier einen kleinen Schnitt ein. Weil ich hier einfach nur ein bisschen rumeier. Und dann kommt nochmal eine Fackel. Ja, man müsste so unendlich viele Fackeln haben. Also das. Da suche ich noch so einen passenden Cheat. Ja, in der Ecke war ich schon. Ja,
Okay, das Türchen muss ich aufmachen, das habe ich schon verstanden. Nur die Frage ist, wie. Also ich denke mal, hier kann ich nichts machen. Und dann gehe ich wieder zurück. Ja, alles ganz nett hier, keine Frage. Nur ich komme hier in dem Sinne nicht weiter. Ah, hier hoch kann man vielleicht. Ah, hier war ich noch nicht, oder? Kann ich da hoch? Nee. Ah, warte mal, das probiere ich nochmal. Vielleicht muss ich da so pixelgenau stehen. Dass ich meinen höchsten Punkt, den Lara einnehmen kann. Hier kann sie nicht springen. Na. Ja. Oh ja, das sieht gut aus. War gut versteckt, keine Frage. Ja, spring ich einfach mal rüber, ne? Bestimmt. Das ist hier nur so ein Gimmick. Obwohl, da liegt was. Oh ja, da liegt was. Cool. Ein Spiegel oder was auch immer. Ein Schlüssel. Da sieht man aus der Perspektive schlecht. Das schauen wir mal eben an, diesen Gegenstand. A Key. Okay, ein Schlüssel. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Ich habe allerdings kein Schlüsselloch gefunden. Aber hier war irgendwo ein Tor, wo Lara unbedingt rein wollte. Ja, wo bist du denn? Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Da. Ja. Mit dem Schlüssel winken oder wie soll das funktionieren? Oder ist hier doch ein Schlüsselloch? Ja, ich habe einen Schlüssel, lass mich rein. Das ist aber jetzt auch komisch. Ich habe noch kein Schlüsselloch gefunden. Ich werde hier noch ein wenig rumeiern. Und was haben wir denn hier? Hier ist ein komisches Gatter. Kann man da rein? Ja, ich werde jetzt irgendwie versuchen, was der nächste Schritt ist. Gut, ich versuche nochmal hier irgendwo, konnte ich glaube ich nochmal hoch. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht, ne? Also ich habe etwas Neues entdeckt, was mich aber jetzt bedingt nur weiterhilft. Ja. Ah, Fackeln, juhu! Ja, immerhin. Immerhin, ich habe ein paar Fackeln. Aber ein Schlüsselloch wäre mir natürlich lieber. Ups, willst du hin? Aua! Das war so nicht geplant, gebe ich ja zu. Tja. Komm, helf mir doch mal, Äffchen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Und wenn ich was gefunden habe, melde ich mich dann dementsprechend nochmal. So, hier. Also, ja. Da muss man schon ein verdammt gutes Tomb Raider Auge haben. Zumal ich darauf ja geachtet habe. So, hier. Und dann kann man jetzt dementsprechend hier hochgehen.
als hätten wir hier einen Schalter. Und der bewirkt. Keine Ahnung, was er bewirkt. Jetzt sind die genauso schlau wie vorher. Gut, ich gehe jetzt einfach mal Richtung Tor. So, ist das Türchen jetzt offen? Na, natürlich nicht, war klar. So, jetzt ist natürlich die gute Frage. Was hat der Hebel bewirkt? I don't know. Ich setze mal eben kurz einen Speicherpunkt. So, ich gehe nochmal Richtung Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal ganz zurück muss. Ach, warte mal, hier vorne war doch so ein... Ah, ist offen. Cool. Oh. Das war jetzt nur... Also darauf jetzt zu kommen, das ist also doch schon nicht schlecht gemacht. Und der nächste Hebel. So, jetzt aber. Komm, Tor, geh auf. Obwohl, das braucht der Tor gar nicht mehr. Ich kann euch so runter, ne? Jetzt bin ich auch auf der anderen Seite. Oder sehe ich das falsch? Schauen wir uns mal hier um. Also auf jeden Fall, das hat jetzt hier nicht mehr allzu viel mit Tomb Raider 3 zu tun, also mit dem Original. Da kommen wir rutschen hier runter, ne? Zack. Ja. Damit wäre das Tor offen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier an. So, ein kurzer Bericht aus dem Schnitt. Und zwar ist das Problem an diesem Level, es ist einfach viel, viel zu dunkel. Und im weiteren Verlauf dieses Levels, ja, wird Tomb Raider, wird es immer dunkler und dunkler, dass es dann irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr macht. Spätestens, wenn man dann in diese Höhle hineingeht. Also ich habe hier schon den Gamma-Wert erhöht. Kann ich mal ganz kurz zeigen. So wäre das jetzt praktisch im Original. Hier kann man wenigstens noch etwas erkennen. Also beim Spielen jetzt, ne? Man kann hier noch etwas erkennen, aber in der Höhle sieht man hinterher gar nichts mehr und das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr. Die Fackeln, die man findet, sind ruckzuck aufgebraucht. Wenn man die einzelnen Wege nicht kennt, ja, dann braucht man dementsprechend auch mehr. Und ja, deswegen habe ich auch nicht viel weiter gespielt. Hier bin ich noch ein bisschen rumgekrost. Schaut euch das Spiel auf jeden Fall an. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das einzige Problem ist einfach nur, es ist viel, viel zu dunkel. Ich kann das dann nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe das ungefähr 2 Stunden lang gespielt. Hier zum Beispiel. Man sieht hinterher einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. Zwar steht zwar jetzt eine Anleitung. Ich mache jetzt hier eben den Ton aus, sonst hört ihr mich doppelt. Steht zwar, dass man den Gamma-Wert erhöhen soll, aber leider ist das nicht möglich. Man kann diese Option nicht anwählen. Da hier, ich laufe hier die ganze Zeit rum im Dunkeln. Ich schieße schon, damit wenigstens ein bisschen Helligkeit vorhanden ist. Da gibt es so ein, zwei Stellen, wie hier zum Beispiel am Wasserfall. Ja, dann kann man ein bisschen was sehen. Und hier, dann geht man gleich ein bisschen näher ran. Dann sieht man wieder nichts. So, zack, jetzt haben wir wieder ganz dunkel. Hier sind überall Stacheln. Hier ist noch ein Block, den konnte ich noch hin und her schieben. Ja, also ich habe da wirklich alles gegeben und bin jetzt zu einem Schluss gekommen, dass ich das Level jetzt an der Stelle nicht weiterspielen werde. Obwohl es wirklich sehr, sehr gut ist. Ich betone es ganz gerne, weil es wirklich gut ist, aber leider zu dunkel. Okay, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!